Liebe Mitglieder unserer Diözesansynode, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder. Ich hatte ganz zu Beginn die Gelegenheit, Sie das erste Mal kurz zu begrüßen und damit den Startpunkt zu geben. Aber ich will das doch auch noch einmal jetzt in einer ausdrücklichen Weise tun und wirklich sagen, ich freue mich sehr, dass ich mit dieser ersten Vollversammlung unsere Diözesansynode konstituieren kann. Wir konnten das ja zu Beginn unserer Versammlung bei der Stellübung heute Nachmittag schon sehen. Wir sind insgesamt 279 Synodale von den unterschiedlichen Orten, aus den unterschiedlichen Bereichen und den unterschiedlichen Generationen unseres Bistums. Ich greife damit das auf, was Pater Meures eben schon gesagt hat. Die Frage, was verlangt der Geist Gottes von uns? Was ist der Wille Gottes? Oder vielleicht ein bisschen schlichter gesagt, was ist dran vom Evangelium her für unser Bistum? Ich stehe also vor Ihnen mit einem großen Zutrauen, das mir sagt, wenn wir durch das Hören auf Gottes Wort, durch das bereitwillige Hören aufeinander, durch das Hören auf die Zeichen der Zeit und aus dem persönlichen sowie dem gemeinsamen Gebet heraus beraten, dann wird der Herr uns die richtigen Wege zeigen. Er wird uns auf unserem Weg nicht allein lassen. Er will uns doch nicht böswillig in die Irre oder sogar in die Sackgasse führen. Er wird uns helfen. Er wird wirken in uns. Denn wir sind es, die der Herr in dieser Zeit als Volk Gottes im Bistum Trier auf den Weg geschickt hat. Pathetisch ausgedrückt könnte man sagen, wir schreiben Geschichte für unser Bistum. So oder so. Das müssen wir ernst nehmen. Darin liegt unsere Würde, aber auch unsere Verantwortung. Wir haben eben den Bischof von Trier gesehen, wie er jedem einen Schal gab. Weil das ist unser Verständnis, wenn wir eine Synode einberufen. Alle sind getauft. Alle haben den Heiligen Geist empfangen. Alle haben eine innere Beziehung zu Gott. Deswegen der Schal. Die Synode wird so ein Ort sein, wo wir uns immer wieder zurückziehen und uns fragen, was machen wir eigentlich? Wie läuft das? Ist das richtig so? Ist das der Weg, den Gott uns in die Zukunft weist? Die Synode braucht es, dass wir auch denen zuhören, die ganz selten etwas sagen, dass wir besonders auf die achten, die sich gar nicht trauen oder gar nicht die richtigen Worte finden, die manchmal gar nicht das Vokabular haben, um das auszusprechen, worum es ihnen geht, aber die vielleicht was ganz Wichtiges kapiert haben. Thank you.
Wir regen Sie jetzt an, in den Tischgruppen, wie Sie sitzen, genau darüber zu diskutieren. Die Diskussion wollen wir mit so drei Fragen anschubsen. Was finde ich anregend an dem Vorschlag? Worauf müssen wir als Synode Acht geben, wenn wir diesen Weg einschlagen? Was will ich noch genauer verstehen? Was ist mir noch nicht deutlich geworden? Diese Rückbesinnung auf das, was ist, also die Vergegenwärtigung der derzeitigen Situation, sich dessen ganz klar bewusst zu werden, ist wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir hinwollen. Also dass man sich eben nicht so verfranzt in diesen ganzen Worthülsen, sondern dass man irgendwie auch was daraus macht. Also ich finde es zunächst mal wirklich hilfreich, einfach den Druck aus dem Kessel zu nehmen, Zeit zu haben. Weil wir haben gerade in Diskussionen gespürt, wie diese ganzen Themen, diese ganzen Ereignisse uns selbst betreffen. Wie wir da herausgefordert sind, sage ich mal, die in uns wirken zu lassen. Und ich glaube, wir sind immer gerne bereit, schnell auf alle Probleme Lösungen zu suchen. Hier geht es zunächst mal die Schwierigkeiten, die Not auch in unserer Gesellschaft, die Sehnsucht der Menschen erstmal an uns heranzulassen, wahrzunehmen. Und nicht schon direkt in Aktionismus zu gehen, sondern erst das mal zu verdauen. Ich glaube, hier ist Raum einfach geschaffen, dass wir nicht unseren Raum mit unseren Sachen füllen, sondern dass wir ihn füllen lassen durch die Welt und den Heiligen Geist, der in dieser Welt wirkt. Wir wissen gar nicht so recht, wie soll die Arbeitsgruppe arbeiten. Und so eine Befürchtung haben wir rausgehört bei uns in der Gruppe, dass wir jetzt so mit Vollgas in die Synode gestartet sind und jetzt so ein bisschen die Angst haben, dass die Handbremse angezogen wird. Und wir fragen uns, wie kann der Schub, mit dem wir hier hingekommen sind, wie kann der Schub weitergehen? Wir haben uns ganz umfangreich Gedanken gemacht. Zum Ersten ist uns ganz wichtig festzustellen, dass das, was wir hier beschließen, irgendwo auch eine Art von Verbindlichkeit hat. Wir müssen uns klar werden, dass wir hier nicht zusammenkommen und nochmal irgendwie 2 Jahre rumkriegen und über irgendwas hier reden, sondern dass wir wirklich ernst machen wollen. Und das hat ja diese Form der Synode an sich schon gezeigt. Damit das auch gelingt, müssen wir alle, und dafür finden wir den Vorschlag, noch nicht jetzt mit den Arbeitsgruppen anzufangen, als sehr hilfreich, weil wir alle thematisch tiefer einsteigen müssen und jeder selbst auch nochmal seine Kompetenzen wahrnehmen muss, damit man nachher auch weiß, wo kann ich mich überhaupt einbringen. Dabei spielt eine ganz wichtige Rolle, dass wir, wie wir hier sitzen, ja eigentlich nur der Innenblick unserer Kirche jetzt sind. Der Außenblick, wie der Manfred Thesing ja eben gesagt hat, der fehlt ja hier in unserer Räumlichkeit eigentlich komplett. Und auch dafür sollte die Zeit nochmal wichtig sein, die wir bis zur nächsten Vollversammlung nutzen können, auch diesen Außenblick nochmal wahrzunehmen und nicht immer nur aus unserer eigenen inneren Perspektive. Unser Tisch sagt, keine Entschleunigung. Entschleunigung bremst, wir brennen. Wir wollen endlich arbeiten. Wir wollen nicht bis zum 1. Februar und zum 8. März warten. Ich glaube, dass die Themen offen hier im Raum sind und dass wir langsam aber sicher anfangen müssen, daran zu arbeiten. Anregend an dem Vorschlag, der hier im Raum ist, finden wir nichts. Weil wir denken, die Themen sind einfach da. Wir sind hier hingekommen, um an Themen zu arbeiten, um Kommissionen zu besetzen, und jetzt hören wir, das Ganze soll wieder aufgeschoben werden. Ich glaube auch nicht, dass wir noch großartig schauen müssen. Wir sind erwachsen genug, reif genug, die Dinge auch zu sehen, und die Welt, wie sie ist, ist auch hier drin vertreten. Wir haben da so einen Dreischritt formuliert, von der Seeschule über die Sprachschule zur Verstehschule. Weil so dieser mittlere Schritt ist uns auch ganz wichtig. Wir reden ganz oft und verwenden die gleichen Begriffe und meinen oft was ganz anderes. Und das ist auch ein Akzent, der uns da nochmal wichtig ist. Was wir auch gut finden an dem Vorschlag, dass einfach dieser methodische Dreischritt, Sehen, Urteilen, Handeln, auch so zur Sprache kommt, dass das nicht unüberlegt ist, sondern schon auch durchdacht, systematisch aufgebaut wird. Uns ist auch noch ganz wichtig, dass wir als Synode den Begriff Synode einfach ernst nehmen, als gemeinsamer Weg untereinander, miteinander, aber auch mit Gott, weil es Gottes Werk auch ist, sein Geist, der uns führt und nicht unser eigenes Werk. Und um diesen Geist auch zu hören, finden wir auch die Entschleunigung als solche
gut.